Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und endlich auch mit der sehr verspäteten Reaktion auf Punkt, Punkt, Punkt von Jordi. Freunde, falls ihr auf Instagram folgt, wisst ihr, warum diese Reaction so verspätet kommt und auch auf all die anderen Songs, die herausgekommen sind. Wir haben eine sehr volle Release-Woche, aber ich war gestern bei Jordi. Ich war vor Ort bei der Release-Party von dem Album Bad Moms. Wo alle möglichen Leute waren. Ich gucke, ob ich dann vielleicht heute oder morgen noch ein kleines Video zusammenschneiden kann von den Insta-Stories und von den Videos, die ich vor Ort gefilmt habe und ein bisschen was erzählen kann. Ich glaube, es interessiert viele, wie es zustande gekommen ist, was so passiert ist, wer vor Ort war und was überhaupt alles los war da. Falls ihr jetzt einen Insight haben wollt, geht auf meinen Instagram-Account. Ich habe in meiner Story, ich glaube, 3, 4, 5 Stories vom Abend irgendwie, wo ihr einen guten Überblick bekommt, wie das ungefähr aussah gemacht. Und genau, deswegen, wir haben da alle zusammen gefeiert, quasi den Release vom Album. Und deswegen kam meine Reaction jetzt zu spät, dass mir sowas mal passiert. Aus diesem Grund hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich habe diesen Song tatsächlich noch nicht gehört. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Video von den Haschen Hype-Leuten ist. Kuss an die an dieser Stelle. Mit denen habe ich mich da unterhalten. Die haben mich so ein bisschen gerettet, weil ich war alleine da und aufgeschmissen ein bisschen am Anfang. Dann haben die mich adoptiert sozusagen. Genau, das Ganze ist produziert von Maxi. Und mehr weiß ich aber zu diesem Song noch nicht. Nur, dass er sehr emotional ist und dass es ein One-Shot ist, den sie innerhalb von 2 oder 3 Versuchen durch hatten. Krass. So, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich freue mich unfassbar drauf. Ansonsten habe ich vom Album an diesem Abend bestimmt 1, 2 Lieder gehört, aber nur im Hintergrund und nicht richtig. Das heißt, wir werden, so wie mit dem Shireen-Album, ab heute jeden Tag einen Song uns anhören. Ich weiß nicht genau, um welche Uhrzeit, aber versprochen, ab heute jeden Tag einen Song vom Bad Moms Album, bis wir alle durch haben. Ich freue mich drauf. Ich bin gehypt. Let's go, Freunde. Holy shit, durch diesen Bass hat man direkt so ein bedrückendes Gefühl. Ich hab sowas niemals gedacht, dass ich hier sitze und rede, weil ich es bei dir nicht mehr kann. Das ist eine Songskizze, die Jordi vor langer, langer Zeit schon mal auf Instagram gepostet hat, wo wir nie die Vollversion bekommen haben, bis jetzt. Ich hier sitze und rede, weil ich es bei dir nicht mehr kann, dass ich Panik krieg, wenn jemand deinen Namen mehr sagt, weil ich weiß, dass du nur da bist, wenn ich die Augen zumach, bin verliebt. Ey, ich muss direkt die Performance von ihr loben. Und ihr denkt jetzt zu Hause, hä, was für eine Performance, sie sitzt da nur, sie macht gar nichts. Doch, in ihrem Gesicht passiert so unfassbar viel. Der Blick eben zur Seite so, dann, wenn sie sagt, wenn sie ihre Augen schließt, dass sie ihre Augen schließt und so ein kleines Lächeln kommt, weil die Augen zu sind und sie es alles kurz sich vorstellen kann, wie es mal war. Es passiert so viel in ihrem Gesicht, achtet mal drauf. Dass ich Panik krieg, wenn jemand deinen Namen mehr sagt. Weil ich weiß, dass du nur da bist, wenn ich die Augen zumach. Seht ihr, was ich meine? Das Gefühl, es passiert so viel. Wenn mich etwas stark an dich erinnert, wenn mich nur eine Sekunde was an dich erinnert. Wisst ihr, diese Mimik ist insane. Diese Mimik, das ist krass gerade. Diese Gesichtszüge kann man nicht so gut trainieren. Das ist einfach real, das sieht man. Man kann das nicht so gut trainieren, dass das Gesicht genau das macht. Das ist so gut. Eine Sekunde was an dich erinnert. Der Geruch von dem Typ, ich weiß, es klingt behindert. Aber das ist wirklich alles, was mir Frieden bringen kann. Heute fühlt sich wieder mal wie gestern an. Sage nie, dass du tot bist, damit du leben kannst. Bro, das ist heavy, Mann. Das ist echt so ein bedrückendes Gefühl, was der Beat auslöst, finde ich. Also, man fühlt sich nicht wirklich unwohl, aber es ist so sehr nah. Es ist so sehr nahbar irgendwie. Und man denkt so, damn, it's heavy. Wenn den Display nicht mehr sehen, vor lauter Utop ist, damit du leben kannst. Das ist eine kranke Zeile, Mann. Kann den Display nicht mehr sehen vor lauter Tränen, Mann, es nervt. Wenn deine Freunde vor dir sterben, verliert alles seinen Wert. Kannst du krass. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das kann man nur dreifach und zweifach und fünffach unterstreichen. Ich sag's auch immer wieder, das sind meisten Songs, wo es darum geht, den Elternteil überraschend zu verlieren. Verbringt mit euren Eltern, mit euren Großeltern, wenn ihr noch welche haben solltet, wenn ihr noch in der Position seid, in der glücklichen, verbringt so viel Zeit, wie es geht mit denen. Gerade bei den Großeltern. Es hört sich dumm an, aber in manchen Fällen, man weiß nicht, sind es noch 4 Jahre, 4 Monate oder 4 Tage, die man hat. Das weiß man einfach nicht. Und das weiß man, wie wir hier erfahren, nicht nur nicht bei den Großeltern, sondern allgemein. Deswegen, ey,
Lebt das Leben, Mann, mit euren Freunden, mit euren Familien, mit euren Liebsten, so wie ihr wollt und so wie ihr könnt, so gut es geht. Nicht mehr sehen vor lauter Tränen, Mann, es nervt. Wenn deine Freunde vor dir sterben, verliert alles seinen Wert. Kannst du mich noch sehen von da, wo du bist? Oh mein Gott, wow. Wow. Deine Freunde vor dir sterben. Wow. Wow! Verliert alles sein Wert. Das habe ich nicht gehört gestern. Kannst du mich noch sehen von da, wo du bist? Hier krass. Ist alles so schwarz ohne dich. Und ich freue mich jeden Tag. Holy shit! Kannst du mich noch sehen von da? Yeah. Kannst du mich noch sehen von da, wo du bist? Ey, was für eine wunderschöne Stimme. Da ist irgendein kleiner Effekt, glaube ich, drauf, weil ich glaube nicht, dass man das so gut hinbekommt. Also es hört sich nicht nach der normalen Stimme, sage ich mal. Da ist irgendein Effekt drauf, der so dieses Stimmenbrechen so ein bisschen darstellt. Unfassbar schön. Unfassbar schön. Holy shit, das ist so schön. Ich will diesen Song gar nicht so oft pausieren, weil das ein Song ist, den man eigentlich durchlaufen lassen muss. Ah, ich will so viel sagen. Es sieht so schön aus einfach gerade. Es ist einfach so... Es ist so beruhigend und sanft alles. Wow. Und ich freu mich jeden Tag. Kannst du mich noch sehen von da, yeah. Kannst du mich noch sehen von da, wo du bist? Krass. Hier ist alles schwarz, bei dir ist Licht. Hier ist alles schwarz, bei dir ist Licht. Ist auch echt eine schöne Zeile so, weil wenn Personen, die wir lieben, weg sind, sagt man ja, sie sind an einem besseren Ort. Bei denen ist es jetzt Licht quasi, aber was sie hinterlassen ist Schwärze, in Anführungsstrichen. Krass, Mann. Auch heftige Shoutouts an Maxi für diesen wunderbaren Beat, Mann, der es besser hier nicht begleiten könnte. Und ich freu mich jeden Tag. Kannst du mich noch sehen von da? Yeah. Ich versuch mich zu erklären, aber nix trifft es so sehr weh. Wie gesagt, ich liebe immer noch auch ihre Performance einfach. Die muss man auch im Vordergrund stellen, weil es ist bei so einem emotionalen Song nicht einfach, finde ich, oder stelle ich mir zumindest nicht einfach vor, irgendwie eine Performance zu machen. Aber so da zu sitzen, ist das perfekte Setting und dann einfach so mit dem Gesicht zu performen quasi. Hey, seitdem du... Yeah. Ich versuch mich zu erklären, aber nix trifft es so sehr weh. Seitdem du weg bist, trägt mein Herzgewicht mehr weh. Oh mein Gott, ich lieb's auch, wie sie diese Pausen setzt und diese Zeilen hier setzt. Geil. Aber nix trifft es so sehr weh. Seitdem du weg bist, trägt mein Herzgewicht mehr weh. Seitdem du weg bist, hab ich viel daraus gelernt weh. Seitdem du weg bist, hab ich niemanden mehr gern. Ich sag, ich hasse jeden. Boah, krass. Aber meine eigentlich nur mich, weil ich nie Fragen gestellt hab. Und es recht nicht über dich. Mein Gott, das ist auch so selbstreflektierend wieder. In diesen Songs wird so viel aufgearbeitet bei ihr. Weil ich viel zu wenig meinte, ich liebe dich, ich liebe mich. Und dass es keine Angst gibt und erst recht nicht vor dem Licht. Liebe ist niemals vergänglich und erst recht nicht die für dich. Spürst du mich, siehst du mich, ich vergesse nie dein Gesicht. Und wenn ich auf die Bühne komme, will ich, dass die Leute schreien. Ich hoffe, es ist laut genug im Himmel. Time to shake. Oh mein Gott. Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich, dass die Leute schreien. Ich hoffe, es ist laut genug im Himmel, time to shine. Bro. That's emotional. Auf die Bühne kommen will ich, dass die Leute schreien. Ich hoffe, es ist laut genug im Himmel, time to shine. Kannst du mich noch sehen von da, wo du... Oh, not time to shine, time to say goodbye, okay. Die Leute schreien, ich hoffe, es ist laut genug im Himmel, time to say goodbye. Kannst du mich noch sehen von da, wo du bist? Oh mein Gott, ich hab mich sowas von in diese Hook verliebt. Ich liebe alles. Ich liebe alles an diesem Lied gerade, muss ich sagen. Es ist so wunderschön, gefühlvoll, langsam, berührend. Hier ist alles so schwarz ohne dich. Und ich freu mich jeden Tag. Kannst du mich noch sehen von da? Yeah. Kannst du mich noch sehen von da, wo du bist? Holy shit, Mann. Auch so ein wunderschönes Setting mit diesen ganzen Kerzen. Hier ist alles schwarz, bei dir ist Licht. Und ich freu mich jeden Tag. Kannst du mich noch sehen von da? Ey, und da dieser leere Stuhl, zu dem sie gerade quasi redet. Yeah. Oh mein Gott, wunderschöner Song. Ja, Supernova. Hat mich a little bit hier und da an Supernova erinnert. War ja auch produziert von Maxi. Wow. Wow. Wow, Mann. Holy shit, Mann. Mir fehlen die Worte. Krass. Emotional. Krass emotional. Krass berührend. Und krass nahbar. Sie hat so wunderschöne Worte gewählt, die einen das vielleicht zu zumindest, I don't know, 0,2% nachempfinden lassen. Oder hat sie uns zumindest zu einer gewissen Prozentzahl dran teilhaben lassen. Und ich finde, durch diese bestimmten Worte, wie sie die gesetzt hat, hat man da übel so Bilder im Kopf gehabt.
und sich Sachen vorstellen können, gerade wo sie davon erzählt, wenn sie auf die Bühne geht und hoffentlich ist es laut genug. Time to say goodbye. Crazy, ey, willkommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Was soll ich sonst noch sagen? Ey, ich bin geflasht, dass es wirklich so emotional wird, hätte ich nicht gedacht. Obwohl ich ja schon ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Ich liebe die Hook, ich liebe die Hook. Ich liebe die Hook. Wunderschöne Hook, wunderschöne Hook, muss ich sagen. Es ist ein wunderschöner Song, ein wichtiger Song für sie. Und, ey, was soll ich sagen? Der Kontrast von zum Beispiel Tu nicht so zu dem könnte nicht größer sein. Ein unfassbares Album bis jetzt schon. Ich freue mich drauf, die anderen Tracks mit euch zusammen anzuhören. Wie gesagt, ab heute jeden Tag ein Song. Das ist der erste für heute. Und ab morgen geht es dann mit der ersten Single vom Album weiter. Ich freue mich sehr. Checkt auf jeden Fall Instagram ab. Dort habt ihr noch ein paar Einblicke von der Release-Party gestern. Und ja, Mann, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Habt einen wunderbaren Tag. Vergesst heute nicht zu lächeln, ja? Wichtig. Ihr seht natürlich auch wieder fantastisch aus. Danke. Wir sehen uns. Bleibt fresh.